Aber die Zuschauer haben es eigentlich ganz gut. Wir müssen jetzt hier 2 Tage lang den Bildschirm anstarren, damit wir rechtzeitig aufnehmen können. Und die können einfach warten, bis 2 Folgen raus sind und die nahtlos gucken. Genau. Oh, ich wette, für die wirkt es so, als ob wir das einfach nur nahtlos hintereinander gehängt haben. Wir wissen ja gar nicht, wie lange wir hier warten mussten, damit wir weiter spielen können. Ja, ja, okay, da schieben wir eine Plattform hoch, das macht der Hebel hier. So. Muss einfach schnell genug sein. Rätsel gelöst. Achso, nein. nein. So, das heißt, der Hebel hier schiebt die Plattform auch da vorne. Und da können wir jetzt keinen. Ah ne, ist zu weit weg oder was? Können wir jetzt da einfach einen grünen hinrufen? Probieren wir so. Ist zu weit weg. Gerade so. Hat auch jemand ausgemessen, wie ich finde. Ja, so ähnlich zumindest, okay. Ja. Vielleicht geht der hier ja. Wenn die sich gegenseitig stören. Warum passen die jetzt eigentlich niemanden und blockieren sich nicht? Also, die Physik ist seltsam. So. Also gut, wir können jetzt hiermit. Ich mach mal 2 Würfel aus Prinzip, da haben wir ein bisschen mehr Puffer. Ist der gerade da durchgetunnelt? Nee, du hast genau im falschen Moment gedrückt. Alles gut. Vor allem brauche ich ja den Knopf gar nicht drücken. Das heißt, einen brauchen wir nur, um den da drauf zu legen und den anderen brauchen wir nur, um den Knopf zu drücken. Ah, nee, brauchen wir nicht. Doch, brauchen wir. Weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt nämlich sagen würde, ich mache die so, damit ich den da drauflegen kann. Geht. Hast du ja schon gelöst, ja. So, ist gar kein Problem. Um den da einzubewegen. Ja, okay, hast recht. Einfach runterfahren. Nee, reicht nicht. Ach so, nee. Wenn ich hier von dem Knopf runtergehe, ist es nämlich. Ja, ja, das heißt, ja, wir brauchen, umgekehrt genau, brauchen wir den da, um es hier rüber zu bringen. Das heißt, umgekehrt wäre es sinnvoll gewesen. Ja. Genau. Das heißt, ja. Damit schieben wir das rüber. Das heißt, welchen habe ich jetzt genommen? Den linken brauche ich nochmal. Geht sofort los. Was machst du da? Achso. Weg! Oh. Silence! So, auf ein neues. Den brauchen wir. Meine Güte. Ja, schlau. Ja. Hättest du auch mal was sagen können. Sagst du immer, dass es falsch ist. Nicht hilfreich. Ich hab dich noch nicht einmal was Sinnvolles sagen gehört. Aber ich höre dir nicht zu. Danke. Was war das denn? Nee, es hat ein bisschen gezittert, ja, das war komisch. Oh, gut, ich finde, die Kante haben sie trotzdem recht dicht an die Ecke gesetzt, was ich ungünstig finde. Damit die auch ja nicht früh genug aufgeht. Mhm. So. Habe ich irgendeine Tür verpasst? Ja, da oben die Tür, logisch. Deswegen will uns auch 6 sein, dann passt es auch. Für ein Portal zumindest. Ja. Was? Das sieht irgendwie. Ja, ich konnte draufstehen. Das ist, weil es rote Umgebungslicht ist halt. Siehst du, das ist hier, die ganzen grauen Steine sind knallrot und dementsprechend ist blau plus rot automatisch. Wisst? Alles klar. Was? Ich habe das jetzt alles mit Strom versorgt, um da hinten jetzt in eine neue Halle zu gehen, wo wieder Zeug von der Decke hängt. Und diesmal ohne Helikopter, wie es aussieht. Und die Tür geht auch nicht mehr auf. Ja. Ach so, vielleicht haben wir damit die Tür hier angemacht. Mit den anderen. Ja, ja, natürlich. Was heißt denn natürlich? Ja. Bist du schlau? Ja, pass auf. Haben sie komplett übersehen, so hoch. Wir wussten ja nicht, dass da eine Platte ist und dass man da. Und dann kann man da hoch schon, kann man sich komplett sparen. Man beachtet übrigens, dass es innerhalb von diesen Räumen mit in der Nähe von den Säulenfiguren-Dingern da anfängt zu rauschen. Der Hintergrund rauscht übrigens. Das hört hier vorne, glaube ich, auf. Na, jetzt zu weit. Ich bin schon zu nah im Raum. Können wir gleich mal gucken. Interessiert mich gerade mal. Look at it. It's growing. Building itself. We have to leave now. I've called the military. Extraction team. They're sending a helicopter to get us out of here. Ah, die haben es also aktiviert. Mhm. Aber guck, jetzt hier da, das Rauschen siehst du hier vielleicht auch noch. Oder auch nicht. Weiß ja nicht, wie gut die Übertragung ist. Und wenn man hier rausgeht, hört es auf. Wenn du wieder reingehst. Du meinst dieses Flimmern, ja. Achso, ja. Körnige. Bei dir ist es, ja genau, das Körnige. Das ist Rauschen. Künstliches. Mhm. Wahrscheinlich Gaussisches. Ach, oh, ist das schön. Egal.
Warte, ich kann mal richtig drehen, dann sind die Würfel auch ordentlich perspektivisch ausgerichtet. Ich gucke ja nichts mehr, eh nicht mehr nach oben, wenn ich in den nächsten Raum gehe. Das ist cool. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob wir wirklich schon kurz vor Ende sind, weil ich habe gehört, wenn wir jetzt erfahren haben, dass wir an dem militärischen Extraktionsteam indirekt beteiligt sind und hier gelandet sind, würde ich sagen, spitze ich es langsam zu. Zumal sie ja jetzt auch gleich Puff machen will und wir gerade runtergehen zu der Quelle. Diese Matte ist gut, diese Tonmatte. Die ist richtig cool. Ja. Das geht noch weiter runter. War mir hier nicht schon mal? Sieht zumindest verdammt ähnlich aus. Gut. Also, die liegt auch wahrscheinlich in den Würfeln. Aber gut, dass sie gut den Raum ausleuchten. Okay. Das ist übrigens ein christliches Kreuz, was sie da eingebaut haben und die Dreifaltigkeit dargestellt durch die. Ja, ist gut. Boah, die haben mich jetzt gerade laden lassen, um meinen Raum zu laden, wo ich reinspringe, mit dem Fahrstuhl runterfahre und die wieder laden müssen. Ja. Er ist übrigens lang unterwegs. Bisschen, ja. Abyss. Der Abgrund. Nein, der Abgrund. Die abyssale Passage hätten sie übersetzen können. Es leuchtet rot wie Blut. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. This is our heart, our soul. Reconnect us to ourselves, our children. We will energize and leave this place. We will all survive together. Us and man. Also wir und Männer. Also. Ja. Das heißt, sie stirbt. Das ist schon eine klare Ansage. Nee, warte, es ist ja Mankind. Hui! Hab's gelöst. Ohne zu sehen, was ich machen muss schon. Ich wollte sagen, geh doch erstmal weiter. Das hab ich auch. Was ist das Blaues drauf? Voll, ist, ja. Das, ist übrigens, das soll übrigens blau sein. Ja, sieht man doch an der Farbe. So. Das, wenn ich hier stehe, mache ich da den Gang frei. Ja, kannst du das jetzt darauf schießen und dann landet es wo? Schön, das hast du aber schön gemacht. Achso, du kannst dann da hoch. Warum kann ich das nicht da durchmachen? Ich wollte eigentlich nur auslösen, dass es hier von dem losgeht, damit es dann abgefedert wird und dagegen schmettert, aber das funktioniert ja gar nicht. Wo kann ich hoch? Was sagst du? Da drauf. Da musst du, glaube ich. Ach ja, doch. Nee. Ja, aber ich glaube, da müssen wir. Können wir probieren. Ja. Ey, nee, kann ich nicht. Oh. Wieso kannst du es nicht? Ach, ich habe den Knopf erwischt aus Versehen. Du hast den Knopf erwischt. Ey, geil, wunderbar. Was sieht denn da jetzt nichts Sinnvolles? Ja, weil ich nichts Sinnvolles gemacht habe. Aber so, jetzt kann man ruhig von hier umgucken. Ja, gut, ja. So, wir haben schon gelernt. Was sind da unten eigentlich? Was? Das ist, ach nee, das was. Weil das der Knopf ist hier für oben, das hin und her schieben. Der andere Knopf ist da links. Dreh ich mal um. Ja. Nicht so hakelig. Der bewegt es da unten. Wir gehen auch gucken. Wir drücken einfach mal den Knopf erstmal. Drück den Knopf. Okay, das macht ist ein Relay. Alles klar. Also ich kann nicht um die Ecke rum den Knopf drücken. Also den da. Aha. Aber. Besser aber einfach Dings hin schmeißen. Was? Was kann ich hinschmeißen? Kannst du nicht? Ja, geh mal auf den Knopf da links. Dann bewegst du die Wand und dann kannst du den da hinschmeißen einfach. Weißt du, was ich meine? Da, jetzt runterfallen lassen und dann... Ah! Du meinst, oben grün einfach, ja. Hm? Klappt soweit. Passt. Achso, ja, gut, mit dem noch, ja. Dann klappt es. Juhu! So, das heißt, wir können das so machen und losschicken. Jawohl.
Level. Und jetzt brauchen wir nur noch das negativ machen, damit ich darauf kann. Ja. Sehr gut. Ach, muss reichen. Ist jetzt hier nichts drin, oder was? Hä? Achso, doch, da rechts. Da lang. Ach nee, das ist ein Aber was ist denn da deiner Meinung nach? Es muss doch nach links weitergehen, geht ja nicht anders. Guck mal, da. Ich drück mal kurz den Knopf hier. Ach, jetzt? Das ist die Aufgabe, okay. Wir sollen den Knopf hier drücken. Alles gut. Wie drücken wir den Knopf hier? Wenn das, wo das Rote jetzt ist, wenn das da ein Sprungpad ist, meinst du, er kommt da ran? Also über die Magneten rüber und dann an den Sprungpad? Oder ist das zu weit weg? Wie meinst du denn das? Ich höre dir zu. So wie wir jetzt gerade ja. die Tür aufgemacht haben, mit den beiden Magneten. Ja. Ach so, kann ich ja gar nicht. Schwachsinn, geht darüber, wenn ich. Vergiss es. Ist ja völlig. Nein, vergiss es. Ich hab's schon vergessen, ich weiß nicht, wovon du redest. Aber doch, mach mal. Nee, ist zu weit weg. Also, wenn, wo der Balken ist, der rote Balken, wenn du da ein Jumppad einfach ranmachst. Ah, um es um die Ecke zu leiten, das könnte doch sein. Doch, doch. Ja, aber. Das könnte sogar funktionieren. Irgendwie nicht. Doch, geht. Warte mal. Okay. Ja, nicht ganz, nein. Ich wollte gerade sagen, ich mache hier meinen roten Balken, lass es dann fallen, wenn es so weit ist, aber das ist ja nicht da unten. Wir lassen es jetzt erstmal da. Das ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll gleich, oder? Und nicht? Jetzt ist es sinnvoll. So, und hier können wir vielleicht... Ach, jetzt können wir, das könnte besser klappen. Ja, natürlich, okay. Ah, schön. Achso, ist ja egal. Ja, ich muss nur kurz... So. Das war auch gut geschrieben, da ist auch zu. Was soll das denn, der Scheiß? Die Sackgasse, wir haben auch nicht nachgedacht, das ist doch schön. Ah, komm, zwei Leute, die nicht denken können, ist doch schon mal wie eine Gruppe aus. Ich sehe nichts Positives. Ja. Tut mir leid, ich kann nicht weitersprechen. Auf die Mauer springen, auf die Mauer springen. Ah, fast geschafft. Wie sie pink, mein pinker Anzug ist jetzt recht lustig. Ich bin schon fast nach diesem ganzen Gehüpfe hier wieder Lust auf Mirror's Edge. Gleich als nächstes. Zum Catalyst habe ich noch nicht gespielt. So, meine Vermutung ist, dass ich den hier anöle, den hier ausfahre, damit ich ihn dann damit quasi anschieben kann, wenn er eingeölt ist. Soweit mein Gedanke. Ja. Das ölen meinen. Allerdings ist der Knopf da oben. Habe ich noch eine Leiter nicht gesehen? Nee, habe ich nicht. Okay. Das heißt, du musst jetzt. Da ist jetzt einfach eine Leiter. Die in dem ganzen Spiel noch nicht vorgekommen ist, ja. Ah, doch, kriegen wir hin. Das ist ja cool. Wir stellen den jetzt hier hin. Und tauschen. Achso, und da machen wir jetzt ein blau. Ja. Mann, dieses links-rechts-links-rechts Klicke geht mir so auf den Senkel. Aber ich glaube. Boah, und trotzdem vielleicht. Auch nur, wenn er eingeölt ist. Geh doch mal, stell dich doch mal darauf, was passiert denn überhaupt? Da hast du doch ein Öl. In Fast. Flammenform. Ah. Ja. Ah, doch, hab ich. Achso, ja, hast du. Wie ist denn das gerade? Hast du gesehen, wie das gelaufen ist? Ja, es war ein schräger Zünder. Ist doch in Ordnung. Lass ihn doch in Ruhe. Okay. So, das heißt, ich mache genau das Gegenteil. Ich mache das hier rot und stoppe es quasi.
Lass mich kurz kontrollieren. Sehr gut. Ob der Winkel, ja, Winkel passt. Und stoße das hier in Rot an. Piu! Sehr gut. Spannung steigt. Bam! Jawohl. Meine Güte. Sehr gut. Intelligenz über 3000. So, und jetzt können wir von hier oben anspritzen. Soweit so logisch. Und dann anzünden. Soweit so logisch. Oh, das will ich nicht. Geh weg. Wir brauchen aber trotzdem noch Feuer, habe ich gehört. Das ist doch da hinten, wissen wir doch. Ja, ja, bitte? Ja, deswegen hast du. Ja, das gleiche wie eben, nur halt, dass er halt brennt die ganze Zeit. Der brennt ja nicht die ganze Zeit. Sorry. Ich sag mal, du hast doch so, wie wir die Tür gerade aufgemacht haben, so fängt das an. Also nach links und schmeißt den Würfel dahin. Achso, aber der Knopf ist ja hier, deswegen. Ja gut, dann musst du halt einfach vorher einfach hier raufpacken auf dem Schalter, wo du jetzt bist. Wie kannst du ja einen Würfel raufpacken, wo du jetzt bist? Kann ich? Theoretisch. Ja. Wenn du. Ja. Kannst du nicht daneben, dann ist ja Quatsch. Ja. Doch kannst du. Du kannst ja quasi den Würfel auf die richtige Position bringen. Also guck mal auf die Wand nach links. Da kannst du ihn ja stehen lassen. Ja. Ja, kannst du. Und dann mit einem Jump-Pen zu dir. Weißt du, wie ich meine? Quasi so ähnlich, wie wir gerade gemacht haben. Er muss ja eingeölt sein. Er ist ja jetzt eingeölt. Ja. Alles schick. Dann schieße ich mal hier nach rechts. Also ne, erst bevor du das machst. Na, ist egal. Ist auch egal. Dreh dich mal. Achso, ist ja egal. Genau, lass es einfach so. Jetzt schieb die Wand hier hin. Achso, aber der ist ja zu. Ja, und jetzt hinter dem Blau ist. Was ist jetzt zu dir? Achso. Schau mal. Blöd. Geht gleich weiter. Was? Vorher ist der gerade abgeprallt. Das will ich jetzt gerade nochmal sehen. Das geht ja. Auf ein neues. Klammer. Ich will jetzt gerade wissen, was der getan hat und warum. Nee, das ist kein durchaus viel Energie gehabt. Durch den Strahl halt. Ja, aber hast du gesehen, mit welcher Energie der plötzlich weggeflogen ist? So, er fliegt hier in aller Ruhe so durch die Gegend und einfach so. Whee! Noch schneller als vorher. Ja. Ja, wir kriegen den ja gar nicht hier. Na, aber wir können jetzt. Ich cheate mal kurz. Mach das. Hoffe ich zumindest. Mal gucken. Werden wir gleich sehen. Ich jetzt dahin mache, gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder funktioniert es oder funktioniert nicht. Ja. So, und der ist übrigens von was ganz anderem abgeprallt, möchte ich anmerken. Der ist wirklich nur von da hinten abgeprallt, einfach so. Da ist irgendwas nicht in Ordnung, auf jeden Fall. Gut. Gut. Aber. Ich meine, den hier vorne. Doch, ja, gut, warte. Ich muss nur kurz gucken, wer wo ist hier. Das ist der linke. Das heißt, den hier kann ich schon mal einölen. Das ist jetzt nichts Aufregendes soweit. So. Ach so, ja, einfach so. Oh Gott, sieht auch blöd. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wofür ich den da hinten brauche. Ach, eine doppelte Kette. Das okay. Feuer. Ja, ja. Ja, ja, gut. Feuer. Machen wir eine dreifache Feuerkette. Was haben wir es ja schon geschafft, ja. Okay, schön. Mein Gott, diese brennende Intelligenz hier. Ja. Die lichterloh in Flammen steht. Gott ist sehr schnell. Schlaf doch einen Zentimeter Feuer ein.
man